Dass die Politik gerne Wasser predigt und Wein trinkt, das kennen wir bereits, gerade durch die Grünen, die in den letzten Jahren mit schlechtem Beispiel vorangegangen sind. Nun wartet aber die nächste Blamage auf sie, und zwar versucht man seit 3 Jahren in der Parteizentrale in Berlin ernsthaft, erfolglos eine Wärmepumpe zu installieren. Das, was Robert Habeck den Deutschen ab 2024 aufzwingen wird, schafft man also selbst nicht. Die Bürger sollen also auf eine Wärmepumpe umstellen, aber die Politik bekommt es selbst nicht gebacken. Ja, das ist Tatsache. Angeblich sind daran aber die schwierigen Voraussetzungen vor Ort schuld. Im 3. Quartal des Jahres 2023 soll es dann endlich soweit sein. Und natürlich 5 Millionen Euro später. Richtig gehört, 5 Millionen Euro gingen bereits für diese Wärmepumpe drauf. Und nun hat man die offizielle Bekündigung nach außen gegeben. Angeblich fehlen derzeit noch die Spezialbohrmaschinen. Es fehlt noch geschultes Personal. Und es fehlt auch noch an einer Genehmigung für das Loch für die Erdwärmesonde. Doch wie soll das ein Laie hinbekommen, wenn es selbst die Grünen nicht hinbekommen, für unter 5 Millionen Euro eine Wärmepumpe in der Parteizentrale einzubauen? Sind es wirklich die wahren Gründe oder liegt es vielleicht doch daran, dass die Abschaltung der Atomkraftwerke nicht genug Strom liefert? So behauptet es zumindest Schwedens Vizechefin der Regierung, denn sie sagt, wir in Europa haben viel zu wenig Strom für die Wärmepumpen. Und wenn das der wahre Grund ist und das verheimlicht wird, dann sollten wir nochmal wirklich ins Gebet gehen mit Habeck und Co. Denn die Abschaltung der Atomkraftwerke waren genau der große Wunsch der Grünen. Und dass selbst die Reaktoren vernichtet wurden, zeigt, dass es hier keinen Weg zurück mehr gibt. Welche Meinung haben Sie denn dazu? Wir schauen uns auch mal an, was ein weiterer Grund sein könnte, warum man uns für dumm verkaufen möchte. Und zwar hier in diesem Video sehen Sie einmal, wie laut so eine Wärmepumpe werden kann. Jetzt zeige ich euch mal, was für einen lauten Geräuschpegel die neue Luftwärmepumpe unseres Nachbarn hat. Sie steht etwa 10 Meter von unserer Grundstücksgrenze entfernt. Ja, was denken Sie denn? Was ist der wahre Grund? Liegt es am Unfehlen der Grünen? Liegt es an den fehlenden Handwerkern? Liegt es am Lärm? Würde mich sehr interessieren, was Sie denken. Schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare. Dass dies erst der Anfang der grünen Enteignungsfantasien ist und die Menschen damit immer weiter verarmen sollten, so dass sich irgendwann keiner mehr das Eigenheim leisten kann, das ist mittlerweile jedem klar. Hier in diesem Video mit Ernst Wolf habe ich ausführlich darüber gesprochen. Und hier biete ich Ihnen die Möglichkeit, sich kostenlos am 14.06. um 19 Uhr zu unserem Online-Live-Workshop anzumelden. Über 10.000 Menschen werden dabei sein, während wir uns anschauen, was die Regierung derzeit vorhat und wie sie sich davor schützen können.